Robin hier und willkommen zu unserem brandneuen rheindeutschen Kanal. Der Kanal, auf dem du die umfangreichsten und am besten recherchierten Final Cut Pro Infos bekommst. Diesmal gibt es ein Video pro Feature anstatt eines langen, wo wir über die neuen großen und kleinen Features und Verbesserungen sprechen wollen, die Apple seit der Version 10.7 hinzugefügt hat. Okay, in diesem Video fange ich ganz oben auf der Liste an und zeige dir ein Feature, das wohl seit geraumer Zeit ganz oben auf der Wunschliste einiger Leute stand, die automatisch scrollende Timeline. Finde ich komisch, weil wenn ich mir das Ganze bei anderen angeschaut habe, fragte ich mich, wofür man das brauchen sollte. Nun, als ich mich wie immer mit jedem Detail dieses scheinbar so banalen Features auseinandergesetzt habe, dachte ich zuerst, dass Apples Implementierung des Ganzen zwar, wie wir sehen werden, um Welten besser ist als alle anderen, aber auch nur fast perfekt. Dann musste ich mich am Ende plötzlich selbst korrigieren. Schaut mal warum. Also, wie jeder Final Cut Pro Benutzer wissen wird, wenn man eine lange Timeline wie diese hatte und man drückte ein paar Mal Command Plus, um die Audiowellenform und Filmstreifen zu vergrößern und startete die Wiedergabe, begann die Abspielposition an der Stelle, an der sie war, lief bis zur rechten Seite des Timeline-Fensters und verschwand einfach. An diesem Punkt hatte man zwei Möglichkeiten, um ihn wieder sichtbar zu machen. Du konntest entweder die Wiedergabe einfach stoppen, woraufhin das Timeline-Fenster dorthin sprang, wo sich die Abspielposition befand, um sie wieder im Timeline-Fenster zu zentrieren und alle Wellenformen und Filmstreifen wurden aktualisiert. Die andere Möglichkeit wäre, während der Wiedergabe manuell seitwärts zu scrollen, zum Beispiel mit einer Magic Maus oder mit gehaltener Shift-Taste mit jeder anderen Maus, um sie im Blick zu behalten. Das einzige Problem dabei war und ist, dass weder die Wellenformen noch die Filmstreifen der Clips, die vor Beginn der Wiedergabe in der Timeline angezeigt wurden, aktualisiert wurden. Du musstest also wieder die Timeline anhalten, um das gewünschte visuelle Feedback zu erhalten. Und das war eigentlich das Einzige, was ich persönlich für Audiowellenformen wollte oder brauchte, aber nicht zwingend für die Videofilmstreifen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt, ab der Version 10.7, gibt es nun die automatisch scrollende Timeline. Um sie zu aktivieren, gehst du einfach in die Final Cut Einstellungen und hier findest du ganz oben im Abschnitt Wiedergabe ein neues Kontrollkästchen für Timeline während der Wiedergabe kontinuierlich scrollen. Wenn ich diese Option aktiviere, das Einstellungsfenster schließe und zu meiner Timeline zurückkehre, positioniere ich jetzt die Abspielposition ganz links in der Timeline und drücke die Leerschritt-Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen, sieht man, dass sich die Abspielposition wie zuvor nach rechts bewegt, aber sobald sie die Mitte erreicht hat, beginnt die Timeline an, nach links zu scrollen, damit die Abspielposition immer in der Mitte des Timeline-Fensters bleibt. Und wie du sehen kannst, werden die Filmstreifen und Wellenformen der Clips, die von rechts ins Fenster scrollen, ständig neu aufgebaut. Sogar wenn du die Taste J drückst, um rückwärts abzuspielen und die Abspielposition die linke Seite der Timeline erreicht, wird sie automatisch nach rechts gescrollt. Selbst wenn ich die Timeline abspiele und mich entschließe, ein wenig nach hinten springen zu wollen, indem ich irgendwo rechts von der Mitte klicke, springt die Timeline nicht einfach abrupt nach links, um die Timeline wieder zu zentrieren, so wie es ziemlich jedes andere Schnittprogramm macht, wie ich es bisher gesehen habe. Und darüber bin ich sehr froh, denn ich finde das extrem störend und visuell verwirrend, wie du, glaube ich, auch gleich sehen wirst. Ich kann auch mit Command Plus und Minus die Timeline beim Scrollen vergrößern und verkleinern, ohne dass irgendwas ins Stocken gerät oder komisch herumspringt. Wahrscheinlich war das einer der Gründe, warum ich diese Funktion nie wirklich haben wollte, als ich sah, wie sie anderswo funktioniert. Ich hätte es bei Apple wohl besser wissen müssen, dass sie es weit besser durchdenken. Wie wir gleich sehen werden, im Gegensatz zu anderen, hört Final Cut entweder auf zu scrollen, wenn die Abspielposition links von der Mitte ist, oder beschleunigt das Scrollen sogar leicht, wenn es rechts von der Mitte des Timeline-Fensters ist, um die Abspielposition gewissermaßen einzuholen und sie schließlich wieder in der Mitte der Timeline zu positionieren. Sehr clever.
So oder so, egal wohin ich während der Wiedergabe klicke, ob nach links oder nach rechts, Final Cut stoppt die Wiedergabe nicht, was ich bei anderen Programmen super nervig und kontraproduktiv finde. Ich kann immer noch manuell innerhalb der Abspielposition, wenn auch nur begrenzt, nach links und rechts scrollen, ohne dass die Timeline etwas Merkwürdiges macht. Auch das ist etwas, was andere Schnittprogramme nicht erlauben. Wenn ich dann also nach der Ankündigung von Final Cut 10.7 und der scrollenden Timeline gleich wieder solche, aus meiner Sicht typisch ignoranten Kommentare lese, bei denen ich ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln kann, dann muss ich mich doch fragen, womit die das alles vergleichen. Was genau soll denn bei anderen eine Selbstverständlichkeit sein? Schauen wir mal. Zum Beispiel Premiere Pro. Wenn ich bei aktiviertem automatischen Scrollen während des Abspielens nach rechts klicke, bleibt es stehen. Wenn ich nach links klicke, springt es manchmal, manchmal aber auch nicht. Und vergiss es, während des Abspielens manuell nach links oder rechts scrollen zu wollen, denn dann wird es total seltsam. Und man braucht vor allem auch gar nicht erst auf die Idee zu kommen, etwas während der Wiedergabe bearbeiten zu wollen. Das geht nicht nur gar nicht wirklich, es ist obendrein auch noch gefährlich. Denn wenn man einen Clip oder Schnittpunkt beim Vorbeifahren absichtlich oder unabsichtlich anklickt, dann bewegt es sich beim Scrollen mit nach rechts. Hossa, unglaublich. Wo das doch der perfekte und sinnvolle Moment wäre, dass das Scrollen aufhört und sonst nicht. Übrigens, vergleichsweise nur ein Bild pro Clip aktualisieren zu müssen, ist nicht gerade das, was ich anspruchsvoll nenne, wobei es nicht einmal das schafft. Die werden auch erst, nachdem man die Wiedergabe stoppt, aktualisiert. Also, von welcher Selbstverständlichkeit reden wir denn jetzt? Hätte Final Cut Pro sich darauf reduziert, dann hätten die schon am ersten Tag das Scrollen aktivieren können. Da scheint mir der Vergleich, wie gesagt, reichlich ignorant. Also die typische, na und, habe ich auch Haltung, ohne zu wissen, wovon man eigentlich redet. Aber vielleicht war ja Resolve gemeint. Wie sieht es denn da aus? Naja, zumindest teilweise besser als bei Premiere. Spielt man die Timeline ab, läuft die Abspielposition bis an den rechten Rand und blättert. Das heißt, insofern ich nicht irgendwas völlig übersehen habe, scrollt Resolve's Timeline gar nicht. Es blättert. Keine Ahnung, also was daran Scrolling sein soll. Ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren erklären, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe oder falsch mache. Aber nun, immerhin kann man im Gegensatz zu Premiere mehr als nur ein Bild pro Clip einschalten. Und was ist, wenn man jetzt wieder abspielt? Bis auf Audiowellenform? Nichts. Und wenn man die Wiedergabe stoppt? Na, welche Überraschung, es baut sich alles auf. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Ach, und auch hier wagt es ja nicht, etwas bearbeiten zu wollen. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas zulassen kann, aber wenn man beim Abspielen den gleichen Fehler macht, zum Beispiel einen Schnittpunkt oder einen Titel anklickt und die Abspielposition fährt rechts raus und es blättert, passiert sowas. Finde ich wirklich unglaublich. Wie kann das sein? Okay, es gibt in Resolve aber ein zweites Scrolling in der Cut Page. Die finde ich persönlich noch nutzloser und nerviger. Spielt man hier was ab, kriegt man dieses statische immer in der Mitte Ding. Links, rechts scrollen geht, aber damit nicht das Fenster, sondern die Abspielposition als Ganzes. Hä? Verstehe ich nicht. Und Clips bearbeiten, sei es in der großen oder kleinen Timeline. Vergesst es. Genauso gefährlich. Ohne die Wiedergabe erst zu stoppen, würde ich keinem empfehlen, irgendwo oder irgendwas anzuklicken. Vor allem kann man es zumindest in der Edit-Page nicht einmal ausschalten. Verstehst du also jetzt, warum ich zumindest wusste, dass ich solche scrollende Timelines nie haben wollte? Wer will oder wollte das? Schauen wir uns gleich an, wie es anders und vor allem ungefährlich geht. Ich frage mich wirklich, wer sich so ein Scrolling gewünscht hat. Wie flüssig und ruckelfrei das Ganze bei dir funktioniert, hängt übrigens von verschiedenen Kriterien ab. In erster Linie davon, welchen Mac du verwendest und vor allem von der Geschwindigkeit der Festplatte, von der Final Cut die Mediathek liest. Aber auch davon, ob du die Wiedergabequalität deiner Timeline auf bessere Qualität oder höhere Leistung eingestellt hast.
oder ob deine Timeline gerendert oder größtenteils ungerendert ist. In diesem Fall kann es in den nicht gerenderten Abschnitten der Timeline zu Rucklern kommen. Und je komplexer deine Timeline ist, zum Beispiel wenn sie viele hochauflösende oder überlappende Clips, Grafiken, Effekte und so weiter enthält, desto wahrscheinlicher ist es, dass du mit dem Scrollen und Aktualisieren in Echtzeit mehr Probleme bekommst. Du solltest diese Punkte also im Hinterkopf behalten. Übrigens gibt es hierfür auch einen neuen frei belegbaren Tastaturbefehl. Wenn wir einmal mit Option Command K in den Befehle-Editor schauen und Scroll in das Suchfeld eingeben, sehen wir den Scrollen der Timeline-Befehl aufgelistet, welcher standardmäßig kein Kürzel zugewiesen hat. Um es einen Kürzel zuzuweisen, brauche ich jetzt nur erst eine vorhandene eigene Befehlskonfiguration anwählen oder anlegen und den gewünschten Kürzel auf der Tastatur eingeben. Zum Beispiel Ctrl-Option-Command-S. Und es erscheint dahinter als das neue Kürzel dafür. Oder ich ziehe den Befehl einfach aus der Liste auf die Taste, die ich möchte. Zum Beispiel die F8-Taste. Und habe damit sogar zwei Kürzel, die ich nutzen kann. Nur noch auf Sichern klicken, den Befehl-Editor schließen und ich kann jetzt während der Wiedergabe einfach meinen Kürzel drücken, um es ein- und auszuschalten. Perfekt. Okay, warum dachte ich zuerst, dass es nur fast perfekt ist? Warum bin ich davon ausgegangen, dass ich das Scrollen zumindest nicht immer aktiv haben würde? Nun, obwohl Final Cut's Scrolling, wie wir, glaube ich, deutlich gesehen haben, mit Abstand am besten umgesetzt wurde und, wie wir noch sehen werden, auch die einzig sinnvolle Umsetzung ist, die ich bisher gesehen habe, war eine Sache für mich nicht ganz gelöst, nämlich die Aktualisierung der Timeline, auch wenn das Scrollen nicht aktiv ist, was ja auch sonst niemand macht. Ich zeige dir mal, was ich damit meine, aber auch, warum es plötzlich doch kein Problem mehr war. Wie ich gezeigt habe, kann ich bei aktivem automatischen Scrollen immer noch manuell nach links und rechts scrollen. Alles wird ganz normal aktualisiert. Aber was ist, wenn ich weiter nach vorne springen will, also über dem hinaus, was in die aktuelle Zoomstufe des Fensters passt? Mit anderen Worten, wenn ich über die Abspielposition hinaus nach links scrollen will, sodass sie nicht mehr sichtbar ist. Nun, damit beginnt das, was mich an der Art und Weise stört, wie andere dies implementiert haben. Wenn die Abspielposition auf den linken Rand des Fensters trifft, kann ich nicht weiter nach rechts scrollen. Es fängt an, so zu zappeln und mich daran zu hindern, über die aktuelle Abspielposition hinaus zu scrollen. Das Scrollen in die andere Richtung führt dazu, dass die Timeline nach links springt bzw. blättert, um die Abspielposition wieder zu zentrieren. Ich würde also gerne sehen, dass die Timeline auch dann aktualisiert wird, wenn das automatische Scrollen deaktiviert ist und ich manuell scrolle. Aber was Apple auch wie kein anderer macht, was einfach genial ist und damit meine Kritik fast wieder zunichte macht, wenn ich im Gegensatz zu allen anderen einen Clip anklicke und halte oder zum Beispiel den Lautstärkeregler eines Clips anklicke, um ihn zu verändern, hört die Timeline automatisch auf zu scrollen. Die Abspielposition scrollt auch einfach weiter, sogar bis sie nicht mehr zu sehen ist, ohne dass sich irgendwas sonst bewegt. Ich laufe also überhaupt keine Gefahr, irgendwas versehentlich ganz woanders hinzubewegen oder zu verändern, wie bei allen anderen. Und sobald ich die Maus wieder loslasse, springt die Timeline wieder so, dass die Abspielposition mittig positioniert ist. Und ob man es glaubt oder nicht, gibt es davon sogar noch eine geniale Steigerung. Denn wenn ich den Clip Skimmer aktiv habe, was bei mir eigentlich auch immer aktiv ist, muss ich lediglich mit der Maus, ohne zu klicken, über irgendeinen Clip in der Timeline fahren und das Scrollen stoppt auch wieder. Damit kann ich in aller Ruhe den Schnittpunkt oder die gewünschte Lautstärkesteuerung suchen, die ich bearbeiten möchte und muss mir nicht die geringste Sorgen machen, dass irgendwas ungewollt durcheinander kommt. Also wirklich, eine unglaublich intelligente Umsetzung eines scheinbar so einfachen Features. Apple überrascht mich immer wieder. Und dann stieß ich plötzlich auf eine Lösung für mein vermeintliches Manko. Denn erst nachdem ich das alles hier fürs Video so schön ausgearbeitet hatte, habe ich erst wieder ein wenig mit den Möglichkeiten herumgespielt. Und erst dann ist mir auf einmal aufgefallen,
Wenn ich mit der Maus bzw. dem Clip-Skimmer zum Beispiel über der primären oder sonst einem Clip bleibe, sodass das Scrollen aufhört, dann kann ich tatsächlich ungehindert mit meiner Magic Maus nach links und rechts über die Abspielposition hinaus scrollen. Und alle Wellenformen und Filmstreifen werden auch wie gewollt aktualisiert. Auch wenn es zurückspringt, wenn ich wieder woanders mit der Maus hinfahre. Reicht mir aber für das, was ich wollte, also nehme ich alles wieder zurück. Ich bekomme damit im Grunde genau das, was ich am Anfang als einziges Manko für mich aufgezählt habe. Aber so scheint das Feature, wie gesagt, für mich tatsächlich ziemlich perfekt zu funktionieren und im Vergleich zu allen anderen sogar noch nützlicher zu sein. Sieht so aus, als könnte ich es doch dauerhaft aktiviert lassen? Ach ja, und ganz zum Schluss noch ein Goodie für diejenigen, die viele Multicam-Projekte schneiden und das Scrollen vielleicht sonst nicht einschalten wollen. Die werden wissen, dass wenn man bisher seine Umschnitte gemacht hat, auch hier nichts aktualisiert wurde. Man sah immer nur die Filmstreifen und Wellenformen des allerersten Clips. Dahinter war wieder alles leer, bis man die Wiedergabe stoppte. Nichts wirklich Schlimmes, aber irgendwie unelegant. Aber jetzt, wenn man das automatische Scrollen aktiviert hat, wenn man danach seine Schnitte setzt, werden auch hier alle Filmstreifen und Wellenformen des jeweils neuen Kamerawinkels während des Schnitts angezeigt. Super Sache. Alles klar. Und bist du auch meiner Meinung, ist das auch die erste wirklich brauchbare Version einer scrollenden Timeline, die du bisher gesehen hast? Und vor allem, benutzt du es, beziehungsweise meinst du, du wirst es aktivieren? Lass es mich in den Kommentaren wissen. So oder so, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast und du etwas gelernt hast, dann zögere nicht, deine Wertschätzung zu zeigen, indem du auf den Like-Button klickst oder sogar den Kanal abonnierst. Wenn du das tust, dann drücke unbedingt auf die kleine Glocke, denn ich habe noch mehr Update-Videos für dich, die du nicht verpassen solltest. Und vielleicht findest du in einem dieser Videos das, wonach du suchst. Bis zum nächsten Video.